Liebe Zuschauer von Allround TV, in Kürze steht auch die Kreisstadt wieder ganz im Zeichen des Volksfestes, denn bald beginnt sie die Hofduld 2024. Am Freitag, 24. Mai, geht es los mit einem optimierten Konzept und natürlich ganz viel Bier. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Bei der heuer der Herold alias Johannes Strauß die Geschichtsurkunde vorgetragen hat. Ich möchte es aber auch nicht versäumen, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir unseren Duldbus weiterhin aufrechterhalten, was insgesamt auch der Sicherheit gut tut und die Leute natürlich dann entsprechend auch mehr Bier trinken können, wenn sie wohlbehalten mit dem Bus dann wieder nach Hause kommen. Wir machen eine Umfrage dieses Jahr. Wir haben 2000 Kärtchen in Postkartengröße, auf denen man eintragen kann, wo käme eigentlich her, und wir werten das später aus, damit man mal sieht, aus welchem Radius sind eigentlich unsere Gäste da. Wir verteilen 10.000 Lose und in diesen 10.000 Lose sind Gewinne für 10.000 Euro. Und das kriegt jeder, der in die Geschäfte geht, zum Einkaufen bei uns, kommt zu uns nach Altötting in die Geschäfte, holt euch Lose und freut sich auf die Preise. Dankeschön. Marco Kessler, Duldreferent, mittlerweile im vierten Jahr, habe ich gehört, Probezeit somit vorbei. Ja, eindeutig. Jetzt geht es nur noch ans Eingemachte, nicht mehr an diese spannenden Fragen, was klappt alles oder was klappt nicht. Es klappt. Und nach vier Jahren bzw. dreimal Hofduld, hast du noch offene Fragen oder... Also von meiner Seite nicht. Die offenen Fragen gehen eigentlich nur dahin, nämlich beantworten wir alle Fragen, was unsere Bürgerinnen und Bürger und Gäste wissen wollen. Mhm. Und das andere ist meine Frage, wer kommt alles? Ich freue mich über jeden. Sebastian, was hast denn du da Schönes mitgebracht? Ich habe die Almglocke mitgemacht, weil wir auf der Hofduld Alm in Altötting auf dem Volksfest ja natürlich sauber anleiten müssen, dass die Leute zu uns kommen. Also das heißt, du machst zum zweiten Mal die Alm wieder. Was ist da das Highlight davon heuer? Das Highlight heuer ist einfach, dass wir einen super schönen Innenhof haben in der Alm und super bärtige Brotzeiten, ein gutes Essen, beide Biere der beiden Brauereien in Neudeding haben. Und wir freuen uns einfach, dass wir euch da bewirten dürfen. Du hast natürlich den Vorteil, du kennst wahnsinnig viele Leute. Unter anderem kennst du natürlich auch den Bräu. Das heißt, du hast kein Problem, dass das Bier rausgeht. Nein, das Bier geht sicher nicht aus. Ich habe mit dabei gehen, wie mein Bruder das Bier eingebraut hat. Und es ist genügend da und es ausgeht uns auf jeden Fall nicht. Georg Hell, der fünfte, einer der wichtigsten Personen auf der Altötinger Hofduld. Warum? Warum? Das weiß ich nicht. Nein, wir freuen uns alle auf die Duld, die ganze Familie und sind in den Startlöchern. Jetzt ist ja eine große Frage, ist ja immer, ein Kollege von der Presse hat es vorweggenommen, aber das ist schon so ein bisschen Geheimnis, was das Bier kostet. Nein, überhaupt nicht. Und wenn die Presse da fragt, dann darf man da ganz ehrlich antworten. Aber der Bierpreis selber ist ja eigentlich nebensächlich, Hauptsache schmeckt. Und was braucht ihr heuer genau? Ja, heuer gibt es wieder das Hellbräu Duldmärzen im Ausschank aus den Holzfässern, das so eigentlich unverändert seit vielen Jahrzehnten gebraut wird. Hat damals mein Großvater so eingebraut zur ersten Duld 1948 und seitdem wird es unverändert nach dem Zweimaischverfahren gebraut. Ist ein Festbier mit knapp 6% Alkohol, 13,5% Stammwürze, was uns recht wichtig ist, dass eben ein Festbier auch ist und das kommt traditionell aus dem Holzfass in den Steinkrug. Eins hast du jetzt immer noch nicht beantwortet, was kosten jetzt die Masse? 11,40 kostet es dieses Jahr. Hans Baumgartner, wieder voll in Aktion und wie jedes Jahr voll dabei. Wie geht's dir denn so? Ja, es geht mir ganz gut. Gerade wenn die Hofduld wieder im Anrücken ist, gibt es zwar ein bisschen Arbeit, gibt es zwar ein Programm und alles, was zu machen ist, aber man freut sich drauf. Und das ist es heuer auch so. Ja, Hans, wenn man schon über 30 Jahre dabei ist, ist man dann immer noch gerne Duldaff. Ja, natürlich. Das hört ja nie auf. Das geht bis in die Kiste. Dann ist er Ruhe. Aber sonst, solange man lebt und fit ist, da ist man ein Duldaff mit Herz und Seele. Bei mir sind die drei Schwestern von Gramming, Familie Detter, natürlich weit bekannt in Altötting. Was wir jetzt noch nicht gehört haben, da sind ein paar Eckdaten zum Bier, zu eurem Weißbier. Wie schaut es denn da aus? Gut, sehr gut schaut es aus. Wir haben wieder wie üblich unser frisches Weißbier eingebraut mit 12% Stammwürze, bernsteinfarbenes Weißbier, fruchtige Note
Und das ist ein uraltes Rezept von unseren Urgroßeltern. Und ihr müsst euch bemühen, dass ihr uns ausdringen könnt. Also da bin ich natürlich wie jedes Jahr wirklich gespannt auf euer Bier und vor allem auch auf das Weißbier-Karussell. Jetzt habe ich gehört, ihr habt ein neues Karussell. Was habt ihr euch da einfallen lassen? Ja, es ist jetzt im Gegensatz zum letzten Jahr ein größeres Karussell. Da haben wir Leute drauf Platz. Man kann sich auch noch hinsetzen. Da ist so am Rand sind so ganz kleine Sitzflächen, wo man dann auch gemütlich umsitzen kann und dann so kreisen kann. Ich habe gesagt, es dreht sich alles ums Bier bei uns, also unser Weißbier natürlich. Genau, neben dem Karussell haben wir dann, wenn viel los ist, noch so eine kleine Ausschankbar. Wenn jetzt, falls das Karussell überfüllt sein sollte, dass die Leute halt noch Platz haben und sich noch woanders was zum Trinken holen können. Das finde ich eine sehr gute Idee, weil letztes Jahr war das Karussell tatsächlich ein bisschen überfüllt, sodass schon Mühe hatte, sich zu trauen, aber dann trinkt man einfach ein bisschen mehr, dann traut sie von alleine. Ja, genau. Iris, hast du noch eine Information für unsere Zuschauer? Wir sind bereit, wir freuen uns sehr auf euren Besuch und sagen schon mal Prost. Bis zum Start am Freitag, den 24. auf unserem Karussell. Es ist jedes Jahr wieder ein Highlight im Terminkalender, auch des Bürgermeisters. Und heuer ist ja eher, gell, dadurch, dass insgesamt der Kalender so ist. Und ich freue mich wahnsinnig wieder drauf und ich hoffe, dass das wieder passt. Aber die Voraussetzungen sind natürlich jetzt von den Vorbereitungen optimal. Wir haben wieder alles, was man braucht oder tut. Ein gescheites Zelt, ein Bierkarussell, Weißbierkarussell und natürlich die Alm. Und die Alm, die ist letztes Jahr so toll eingeschlagen. Ich glaube, da war ja manchmal länger als die Sperrstunde. Nein, das schneiden wir raus, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber da war so viel Stimmung und so viel schöne Gespräche und so weiter. Das war wunderbar. Und natürlich, das hat jetzt der Duldreferent schon vorausgenommen oder vorweggenommen, das Riesenrad, das kommt mir auch sehr entgegen. Ich kann sonst nichts machen. Also eine Schiffschaukel oder so irgendwas, da wäre mir nur immer schlecht. Da ist tatsächlich gescheiter, wenn ich ein Maß mehr trinke, als dass ich da das Geld investiere in eine Schiffschaukel. Aber das Riesenrad, das ist ein besonderes Highlight, weil das hat man dann einen schönen Ausblick über all die Dinge. Und das macht viel Spaß. Das Ganze hört sich jetzt so an, als ob du vorhast, öfter wie einen Tag hinzugehen. Wie oft kann man die da antreffen? Ja, was heißt, öfters als einmal, du meinst tageweise, oder? Am Tag werden wir also mindestens einmal zusammenbringen, wenn nicht sogar öfters, zwei oder dreimal, kommen wir darauf an, was noch für Veranstaltungen sind, wie Senioren- oder Familiennachmittag, Landkreistag, Tag der guten Nachbarschaft, das sind die Highlights auch, was für die Region dann angeboten wird. Und es ist eigentlich eine Woche, wo man so viele Leute trifft, die man sonst das ganze Jahr nicht sieht. Gell? Ich weiß gar nicht, wo sie die sonst verstecken, aber auf dort kommen sie. Und das ist ja schön. Hast du noch ein Schlusswort für unsere Zuschauer? Ja, also es ist jeder selber schuld, der nicht kommt. Von daher bitte nicht sich diese Blöße geben und nicht auf die Duld zu kommen. Und nachdem ich das gelernt habe mal als Lehrer, dass man nicht sagt, sondern kommt auf Duld, genießt die Altöttinger Hofduld, die zum, weiß nicht wie vielten Mal stattfindet, 641. Mal. Lasst euch das nicht entgehen. Trefft es Leute, kommt miteinander, dann macht es nur viel mehr Spaß mit dem Verein oder mit der Familie oder sonst was. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und dann werdet ihr sehen, ihr seid glücklich.